Spruch. After 5 years, you're still Max Caulfield. Was ist denn jetzt los? I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Was zum Teufel? Fasten your seatbelt. Sorry, ich bin ein bisschen... Ich muss mich erstmal wieder richtig hinsetzen. Ich bin gerade ein bisschen in mich zusammengesackt. Alter, das Spiel macht mich so fertig. Wie geil ist das Ding gemacht, bitte? I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I know it was your birthday last month. Ich glaube, ich mache gerade alles kaputt. This was my real father's camera. I want you to have it. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt zurück machen. Yo, turn it off. Turn it off. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Erleben wir das jetzt alles nochmal wie in so einer Art, ich weiß nicht, Museum, Wachsfiguren, Kabinett? Boah, ich finde das gerade so geil gemacht. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized? I don't feel so super. Max, here, let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? Oh, der Zug. You saved me again! Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Ich werde gerade total schwermütig. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell.
You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker. Now Rachel betrays me. So geil gemacht. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich gerade so halb benommen. Nee, gar nicht benommen. Es ist so. Ich hab so ein Kloß im Hals. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Nach da. Ich hab so ein Kloß im Hals. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Das hat sich ja echt von Episode zu Episode gesteigert. Das wurde ja immer böser und immer übler. Und immer übler. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. The golden hour. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing. It's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Chloe, you're back. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Ach, Chloe. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next.
Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Der Leuchtturm. Come on, Max, we're almost there. Almost there. Ist das die Gegenwart? Please wake up, wake up. Max, Max, can you hear me? Can you hear me? Ich hab Angst. Max, come on now. Don't worry, don't worry. We'll be okay. Max, Max, can you hear me? Please say something. Chloe, I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate. Chloe. Max, you finally came back to me this week and... You did nothing but show me your love and friendship.
You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Spiel, ich hasse dich so sehr. Oh, ich habe befürchtet, dass diese Entscheidung irgendwann kommen wird. Ich hab's gewusst, dass das irgendwann wegen der Chaos-Theorie und dem Schmetterling und alles. Es war eigentlich klar, dass es darauf hinaus lief. Dass letztendlich Chloe sterben muss. Wieder die Frage, können wir es mit uns selbst vereinbaren, ein Leben zu retten und dafür hunderte Menschen zu opfern? Die Leute in der Schule, Joyce, das ist die Frage. Und ich glaube, die beiden würden sich das, glaube ich, niemals würden die sich das verzeihen können. Ich glaube nicht, dass sie das, selbst wenn sie irgendwie zusammenbleiben würden. Ich glaube, selbst wenn dieser Tornado wirklich nur Arcadia Bay ja zerstören würde und sich nicht noch ausbreitet, das weiß ja auch keiner, ob das nicht jetzt zu einem riesigen Massaker wird, zu einer riesigen Umweltkatastrophe. Aber ich glaube, das würden die beiden sich auch niemals verzeihen können, weil schaut dir doch mal an, wer da alles sterben würde. Warren, Joyce, David, Frank, Pompidou, Samuel, all die Leute aus der Schule. Selbst sogar der Trucker oder der Fischer, die man ja so gut wie nicht kennengelernt hat. Ihr selbst Nathan, okay, Nathan ist, glaube ich, ist er in dieser Realität zu diesem Zeitpunkt schon tot? Ich glaube ja, ne? Oh, ich bin confused, ich bin verwirrt. Oder Victoria. Mein Herz sagt... Aber das können wir nicht machen und ich möchte da nicht draufklicken. Ich möchte da einfach nicht draufklicken, aber es ist eigentlich das einzig Richtige, was wir machen können. Und ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet, spätestens seit die da in dem Pool sich unterhalten haben. Aber auch davor, als das erste Mal die Chaos-Theorie gefallen ist mit dem Schmetterling, und es war ja genau die Szene, die alles ausgelöst hat. Und ihr merkt sicher überhaupt nicht, wie ich mich davor drücke, hier irgendwo drauf zu klicken. Können wir eigentlich noch was machen? Was? Ich habe Chloe wieder sterben sehen. SMS? Warren. Ich war zu müde, bin früh gegangen. Wir sehen uns morgen, Warren. Das ist ein Date, schlaf gut. Warren, das ist viel schlimmer, als du dachtest. Zustellung nicht möglich. Warren, Zustellung nicht möglich. Wenn du diese Nachricht kriegst, sag bitte allen, sie sollen sich so schnell wie möglich Deckung suchen. Zustellung nicht möglich. Seiten, Alter. Ich wollte das eigentlich immer mal tatsächlich ein Let's Read gemacht haben, und ich werde das, glaube ich, auch machen, weil ich das selber auch mal lesen möchte. Und das dann ein bisschen, ja,
ein bisschen uneigennützig dann mache. Wir müssen, ey, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Was speicherst du denn jetzt? Es geht nicht anders. Max! It's time! Chloe! I'm so, so sorry! I don't want to do this! I know, Max. But we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. You. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Irgendwas passieren. Bitte. Irgendwas. Einfach nur irgendwas. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
Sorry. Ich brauche gerade einen Moment. Oh. Oh. Was ein Ende. Scheiße. Oh Mann, ey. Das hat mich gerade so mitgenommen. Ich hab, Mann, mein Magen fühlt sich an, als wäre völlig verknotet und zum Stein geworden, so richtig versteinert. Dass das Spiel darauf hinauslaufen wird, dass ich hätte nicht gedacht, dass wir uns entscheiden müssen. Ich dachte, das Spiel würde uns tatsächlich einfach in diese Entscheidung reinschmeißen, dass Chloe tatsächlich irgendwann sterben muss. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich selber die Entscheidung treffen müssen, was noch viel, viel böser ist. Was noch viel, viel sadistischer ist. Seit Stonehard. Ist eigentlich aufgefallen, dass Victoria auf der Beerdigung war gerade? Das ist mir gerade direkt ins Auge gefallen. Das sind so Leute, von denen ich nicht gedacht hätte, dass die was mit Chloe zu tun haben, wie der Principal. Ich könnte mein Herz gerade auskotzen, so fühle ich. Ich fühle mich wirklich gerade, als könnte ich jetzt im nächsten Moment mein Herz auskotzen. Ich fühle mich gerade so durch den Wolf gedreht. So habe ich mich zuletzt bei The Walking Dead Ende der Staffel 1 oder bei Valiant Hearts gefühlt. Boah, ich fühle mich, oh Gott, das macht so ein gutes Spiel aus. Und es wird ja gemunkelt, dass es wohl eine zweite Staffel geben soll von Life is Strange. Aber ich muss gestehen, ich hoffe, ich glaube es eigentlich auch nicht, dass es tut. Ich hoffe, dass sie es nicht mit Max und Chloe machen, weil deren Geschichte, so trage ich sie jetzt auch, ist, sie ist abgeschlossen. Das ist, ich möchte gar nicht, ich glaube schon, dass, ich glaube, Donut würde da sicher irgendwas rauskriegen, aber wenn sie es nicht ganz, ganz doll aufpassen, kann das echt in die Hose gehen. Weil das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen, dass es nur noch Fanservice ist, nur noch reines, ja, ich will nicht Fanfiction sagen, aber schon so Fanservice, und es hat halt dann nichts mehr mit diesem grandiosen Storytelling zu tun, mit dem sie bisher gearbeitet haben, weil die Story einfach, das hatte einen Rahmen, wisst ihr? Das hat einen Rahmen, einen erzählerischen Rahmen geschlagen, von der ersten bis zur letzten Episode. Und damit würden die den Rahmen, den sie bisher haben, würden sie, auch wenn es in einer anderen Realität spielen würde oder sie es irgendwie begründen würden, sie würden es damit aufbrechen. Wobei ich gerade überlege, in Bioshock Infinite hat es ja auch das ein bisschen aufgebrochen mit den DLCs, aber im Endeffekt hat es ja erklärt. Vielleicht kriegen sie es so auch irgendwie hin. Ich hoffe, ihr könnt meinen wirren Gedanken irgendwie folgen, aber ich bin gerade noch so neben der Spur. Sorry. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr ins Mikro reingeheult. Oh Gott. Einen sehr netten Fakt am Rande finde ich diese ganz... Sorry, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen... Aber jetzt geht's wieder. Es ist, während da vor allem als Poppy, du und Frank aufgetaucht sind, da habe ich es nochmal verloren, aber zwischenzeitlich war ich hier so am Rumschluchzen, dass ich echt gedacht hätte, hoffentlich rotze ich jetzt nicht ins Mikro rein. Ja, aber zwischen den ganzen Episoden, die ganzen Theorien, die aufgestellt wurden, ich kenne kein Spiel, bei dem es so viele Theorien rund um das Spiel gibt, wie bei Life is Strange. Korrigiert mich gerne, aber das ist ja mittlerweile eine ganze, wenn man die ganzen Theorien um Rachel Amber und die Rehe und die Spirit Animals und Jefferson und Nathan und wie sie hier alle heißen, Samuel und zusammenzieht, da hat man ja wirklich so eine ganze Theorie-Enzyklopädie.
Ich könnte jetzt auch anfangen, irgendwelche Theorien zu spinnen über den Schmetterling, der da am Ende aufgetaucht ist. Über den, was mich sehr irritiert hat, war, dass der Schmetterling ein zweites Mal aufgetaucht ist, nachdem sie schon das Foto gemacht hat. Ist der nochmal durch das Fenster reingekommen? Und jetzt weiß ich nicht, ob die Entwickler sich das als Hintertürchen offen lassen, um zu sagen, das war, keine Ahnung, es war selbst nur eine Erinnerung. Es war ja zeitweilig auch die Idee, dass Max selber vielleicht, während sie das tut, vielleicht in einem Foto ist. Und vielleicht, und das ist jetzt nur eine ganz, ganz obstruse Theorie, die mir gerade gekommen ist, vielleicht war die ganze erste Staffel einfach ein Foto, in dem wir waren. Vielleicht waren wir tatsächlich die ganze Zeit in einem Foto. Und dieser Schmetterling, der zuletzt da reingekommen ist, nachdem sie schon längst das Foto vom Schmetterling gemacht hat. Weil der Schmetterling ist ja unten in der Ecke gelandet. Und da hat sie das Foto gemacht. Also nicht, der ist ja nochmal reingekommen, dieser Schmetterling, der sich da aufs Waschbecken gesetzt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob der nicht irgendwie Anzeichen für sowas ist. Oder ob sich Donut einfach, ja, das offen gelassen hat. Liebes Donut-Team, danke. Danke für dieses absolut geile Spiel. Nein, liebe Fans, danke. Danke euch. Es war eine große Ehre, mit euch Arcadia Bay zu teilen. Danke für Arcadia Bay. Danke für die ganzen Charaktere. Und danke auch an euch fürs Teilen. Du hast Chloe geopfert. Mann, ich konnte heulen. Ich könnte immer noch heulen. Du hast Warren umarmt. Ich war noch am Überlegen. Aber dann dachte ich mir, ja, sie. Och Mann. Ich war noch am Überlegen und hatte dann rein aus Bauchgefühl entschieden, weil ich dachte, machen wir mal die mittlere Entscheidung. Ich dachte, ganz ohne Gefühl ist auch ein bisschen blöd. Hatte dann erst überlegt, machst du? Und dann aber hatte ich ja gesagt, diese Bauchentscheidung. Ich habe dann einfach, weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich einfach ene mene Mist, habe ich wirklich so im Kopf 1, 2 oder 3 gemacht und habe dann einfach gewählt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hatte Auswirkungen auf das Ende, oder? Hatte es Auswirkungen auf das Ende? Weil das Ende hatte mich dann, als Max auf einmal Chloe geküsst hat. Ich weiß nicht, ob man meinen leichten Hustenanfall mitbekommen hat, weil ich damit hätte ich niemals gerechnet. Damit hätte ich im Leben hätte ich da nicht mit gerechnet, dass sowas passiert. Das war echt übel. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt. Du hast Joyce geholfen, wieder an David zu glauben. Du hast Joyce' Meinung über David nicht geändert. Und ich bin mir 100%... Ich kann mir nicht vorstellen, hassen die Leute trotz dessen, was David da schon getan hat. Hassen die sie so sehr? Hassen sie ihn so sehr, dass... Oder ist das, weil sie nicht gesehen haben oder sich nicht genug umgeguckt haben und Joyce nicht gesehen haben? Das frage ich mich halt immer. Du hast den Fischer gerettet, du hast Alyssa gerettet, du hast Evan gerettet, du hast den Trucker gerettet, du hast... David hat Jefferson nicht umgebracht. David hat im Kampf eine Narbe davon. Ach was! Ach, wir hätten das ganz verhindern können? Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, meine lieben Leutchen, das war Life is Strange. Und ich muss es mit größtem Bedauern sagen, das war's. Das war Life is Strange Episode 5 und damit auch das Ende von Life is Strange. So, ich hoffe, dass zumindest von Donut wieder irgendwas kommt. Egal was, ich nehme alles. Egal was Donut auf den Markt schmeißt, ich werde es vorbestellen. Und werde es mit euch zusammen let's playen, werde es mit euch zusammen genießen. Ansonsten freue ich mich natürlich, euch in einem anderen Let's Play zu sehen, in einem anderen Projekt, irgendwo sonst. Und ein großer Dank geht natürlich noch einmal an Squall. Squall,
Sorry, meine Stimme ist noch von dem ganzen Rumgeheule, von dem ganzen Rumgeheule noch so angegriffen, dass ich keine Namen mehr zustande bringe. Squall, danke, danke, danke für die tolle Übersetzung. Danke, danke, danke. Diese Arbeit ist einfach, die muss gewürdigt werden. Es ist einfach so eine Heidenarbeit und in so kurzer Zeit. Deshalb vielen, vielen herzlichen Dank. Auch an euch fürs Mitfiebern, fürs Mitleiden, fürs mit dabei sein. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich möchte gar nicht aufhören. Ich möchte gar nicht zurück zum Hauptmenü, aber ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben nach Life is Strange? Am liebsten würde ich jetzt zurückspulen, um alles nochmal blind zu erleben, aber Life is weird.